ist unfassbar. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja mein Finale gespielt, das heißt grundsätzlich in dem Café Menübuch 39 absolviert und jetzt gibt es diverse andere Sachen zu machen. Es gibt extra Menübücher und es gibt natürlich weitere Streckenerfahrungen. Und genau das werde ich jetzt machen, eine weitere Streckenerfahrung. Und da ich in letzter Zeit des Öfteren Le Mans gefahren bin, werde ich jetzt genau das angehen. Und los geht's. Und dann starten wir mal direkt rein in Sektor 1. Ich muss mich mal kurz ein bisschen an das Fahrzeug gewöhnen. Also der Sektor ist mit Sicherheit nicht der einfachste Sektor. Und mal gucken, wie sich das Ding fährt im Vergleich zu dem GT1 eben gerade. Flott ist er auf jeden Fall. Flott ist er auf jeden Fall. Ja, da bin ich schon direkt raus. Von 2010. Schön erst draußen bleiben, dann. Boah. Also ist viel weniger giftig als der GT1. Und hat noch mal eine bessere Straßenlage. Das jetzt aber allerdings schon reicht für eine gute Zeit. 38, nein, reicht nicht. Boah, ich bin eine Sekunde langsamer. Das ist natürlich mir jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen viel. Aber gut, ich gewöhne mich jetzt gerade auch erst an das Auto. Und bin die ganze Zeit jetzt eigentlich gerade GT1 gefahren. Gerade aus der Kurve raus ist der natürlich viel schneller. Der viel früher aufs Gas. Ist das schon eine Sekunde? 38. Ah, ist aber knapp. Sehr, sehr knapp. Erneut versuchen. Boah, was ist der deutlich schneller als der GT1. Ja, ich bin leicht vorne. Mal gucken, ob es am Ende reicht. War klar. Aber da bin ich einfach unsauber gefahren. Ja, das läuft ja hier, erster Sektor, aber ich bin nah dran. Ja, ich kann da schon richtig drüber räubern, ne? Also, es ist ja echt verrückt. Nein. Boah, das war echt wirklich richtig knapp und ich war vorher so viel schneller. Also es wäre locker eine halbe Sekunde unter der Goldzeit gewesen. Zu spät. Es ist zu spät. Mann, oh Mann. Das wird ja lustig auf dem Moment gleich.
nicht ein. Was? Kann doch nicht mein Ernst sein. Ich dachte, so viel zu langsam ist, ist doch echt nicht mein Ernst. Ich dachte jetzt echt, dass ich es geschafft hätte. Ja, ich darf halt nicht mit allen vier Rädern die Strecke überlassen. Was soll ich tun? Jetzt sieht man mal, wie schnell man da durchfahren kann. Unfassbar. Da ist die Goldzeit. Boah. Das war eine etwas schwerere Geburt. So, was fahre ich? Beide Schikanen, glaube ich, ne? 52er. Boah, das zieht er mir. Ich bremse ziemlich gut. Also würde ich jetzt mal behaupten, wir bremsen hier. Wahnsinn, was der bremst im Vergleich zu dem GT1. Aber der GT1 ist auf der Geraden schneller. Nicht perfekt, aber auch nicht so schlecht. 50, jawoll. Sehr gut. Das brauchte ich jetzt auch mal. Gold im ersten Versuch. Sektor 3 ist nur diese Kurve. Okay. Bremst gut, also würde ich sagen. Oh. Da darf ich also nicht raus. Verstehe. Das war mir nicht bewusst. Viel zu früh gebremst. 17, 18. Ja, ja. Boah, es bremst sehr gut. Spät. Auch nicht perfekt, aber ich denke, das wird für die Goldzeit reichen. Reicht für die Goldzeit. So, Sektor 4. Achso, ja, alles klar. Ich würde fast sagen, wenn da kurz das Gas lupfen und durchballern. Wie war das da? Okay. Er lenkt unfassbar gut. Ich glaube, es geht sogar voll. Ja, voll. Ja, da geht's, es geht voll. Ich darf nur das Bremsen nicht vergessen.
Darf ich überfahren? Gut. Das Tier darf ich auffahren. Nicht optimal. Okay. Das reicht trotzdem, ja. Das reicht trotzdem für Gold. So. Das wird jetzt wieder ein bisschen heikel. Weit darf ich hier drüber fahren? Boah, das Auto geht halt unheimlich viel. Ich weiß gar nicht, ob ich gut in der Zeit war. Hat sich schon so angefühlt. Boah, das ist aber irre hier. Boah, da geht noch viel mehr. Das ist ja der absolute Hammer. Wie schnell das Auto ist. Boah. Boah, ich muss auch schneller fahren. Du meine Güte. Puh, 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 puh. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir den Versuch mal volles Risiko und fahren da einfach Vollgas durch. Okay. Das war jetzt alles andere als sauber, das war schneller als eben. Scheiße, immer noch eine Sekunde zu langsam. Über eine Sekunde. Boah. Ich weiß nicht, wo ich es da rausholen soll. Ja, es war alles noch nicht perfekt, aber eine Sekunde. Über eine Sekunde.
Ich bin immer noch nicht mal Silber. Das war gut. Das war echt gut, aber ich muss hier vorne trotzdem was riskieren. Aber ich bin mir sicher, dass es... Also da war ich, ich war schon schneller in dem ersten Teil. Aber auch deutlich schneller in dem in der Schikane am Ende. Und das war gut. Dann früh aufs Gas. Lupfen, früh aufs Gas. Oh Mann. Das war gut. Sich. Bam, 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 bam. Ja, das war der letzte Sektor und jetzt muss ich das auf eine ganz andere Runde hinkriegen. Aber ich habe an manchen Sektoren ein bisschen Luft und die anderen Sektoren muss ich halt nahezu perfekt fahren. Ja, das kann ich schon direkt beenden. Also den ersten Sektor sollte ich schon gut fahren. Meine Güte. Was werde ich mich ärgern, wenn ich 2,5 Minuten optimal. Ja, super. 2,5 Minuten optimal gefahren bin und es dann im letzten Stück versau. Gut. Nein. Ja. Ich fahre jetzt eine Sicherheitsrunde und dann blende ich mir wahrscheinlich den Geist wieder ein. Okay. Oh nein. Zu nah dran. Das ist auch gar nicht notwendig. Nein. Unfassbar. Oh, was war ich nah dran. Aber ich bin eine Runde fertig gefahren.
Und ich muss ja nur 2 Zehntel schneller sein. Geht's zum ersten Messpunkt. Durch die Schikane erstmal. Bremspunkt. Spät. Nicht gut. Okay, das ist 6 Zehntel schneller als eben. Das muss ich eigentlich nur genauso wie eben zu Ende fahren. Finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. So schlecht. Frage ist, kriege ich es ein zweites Mal durch? Das entscheidet sich jetzt. Drei, 20, 9. 1,1 Sekunden schneller als die benötigte Zeit. Ja. Die Wiederholung speichern wir uns. Und somit ist das erledigt. Knappe 300 Kilometer bin ich gefahren. Ja. Aber Streckenerfahrung, Le Mans, Circuit de la Sarre, alles Gold. Ja, ich würde sagen, das war die Streckenerfahrung Le Mans. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke, die eine oder andere Streckenerfahrung werde ich jetzt demnächst machen. Alles klar. Bis dann. Macht's gut. Ciao.